Und die letzte Frage wäre nochmal, wenn du dich für ein Frontend-Tool, ich weiß, Snowflake mag alle Frontend-Tools, alle sind willkommen, alles super, aber wenn du dich für eins entscheiden müsstest, wo du sagst, das ist dein Lieblings-Frontend-Tool, du persönlich, was wäre das? Ganz klar, Tableau. Nutze ich jeden Tag. Ich bin auch ein alter Tableauler. Ich habe das auch damals alles gelernt. Und ohne Tableau, vergisst man immer ganz gerne, gäbe es diese Power BIs, SRCs und so gar nicht. Also insofern, schöne Antwort. Gruß geht auch an Eva, Mary und Mann, weil die finden das nämlich auch ganz super Tableau. Insofern. Du weißt doch selber, dass man diese Entscheidung nur im Zusammenhang treffen kann. Ja, ne? Deswegen stelle ich ja die Frage. Ich sage, wenn Enterprise, dann MicroStrategy. Okay. Wenn schnell, auch im Fachbereich, Power BI. In dem Bereich werde ich so unterwegs sein. Ich stelle die Frage, ist ein bisschen albern, sie zu stellen, dir zu stellen, aber ich stelle sie trotzdem, weil du wirst dieselbe Antwort geben wie Carsten Felden. Das weiß ich nicht. Doch, weiß ich. Was ist dein Lieblings-Frontend-Tool? Ha, MicroStrategy natürlich. Siehst du, genau das ist passiert. Ja, super, alles gut, alles gut. Ja. Das ist eine fast heikle Frage, ja. Weil zum einen haben wir unsere eigene Oberfläche, die sehr schick ist. Aber wir haben auch Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften mit Firmen wie Click oder Tableau. Und beide sind sehr mächtig, sehr schick. Und eine Empfehlung zu geben, ist sehr, sehr schwer. Das musst du ja nicht. Du musst ja nur sagen, was dein Lieblingstool ist. Aber ich würde sagen, du darfst Click und Tableau sagen. Wollen wir das so machen? Beide sind sehr schick und sind es wert, dass man sich damit beschäftigt. Click ist ja auch mein Lieblingstool übrigens, also insofern haben wir das auch geklärt. Kommandozeile. Unkonventionelle Antwort, aber ich bin da an der Stelle oldschool, obwohl ich sonst total visuell bin und so weiter und auch gerne Videos. Und wenn ich mir ein klassisches jetzt auswählen müsste, wahrscheinlich Power BI. Ja, weil es gerade Hype ist, ne? Nö, weil es auch pragmatisch ist und bedienbar und lösbar. Ist jetzt nicht ultra sexy und nicht ultra fancy, aber das tut's. Also aus ganz pragmatischen Gründen finde ich es gut. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Zuschnitte gesehen hat, Microsoft Power BI ist auch mein Lieblingstool. Damit habe ich heute alle mal genannt, dass sie mein Lieblingstool sind. Ist das so? Ja, ja, ist nicht mehr kriegsentscheidend, finde ich. Ist überhaupt nicht mehr wichtig. Wir sind vor allem echt alle gut geworden. Das ist früher mal anders. Was ist dein Lieblingscomputerspiel? Super Mario. Welches? NES-Konsole aus den 90ern. Ja, geil. Und ein anderes kenne ich auch nicht. Das reicht vollkommen, das ist eine sehr gute Wahl. Derzeit spiele ich ein Spiel, das nennt sich Cryofall. Okay. Aber mein Allzeit-Lieblingsspiel ist Fallout 1. Fallout 1? Ein Kenner, wie ich gerade feststelle. Oh, das sind so viele. Spontan. Du musst dich entscheiden für eins. GTA 5. Ich bin GTA 4. Warum 5? Grafik und Sound. Okay. Story ist aber besser mit Niko Bellic. Also ich bin total heiß auf GTA 6. Ich gucke schon sämtliche Previews. Ich meine, läuft ja auch schon 10 Jahre jetzt irgendwie, bis es mal kommt. Würde ich sagen, ist mein All-Time-Favorite. FIFA. Ist es definitiv FIFA? Hast du sogar ein spezielles dann? Nein, ich habe jetzt bei FIFA 23, glaube ich, aufgehört. Das hat jetzt gereicht. Ne? Es ist übrigens auch das Letzte, aber es wurde oft gesagt tatsächlich. Es ist relativ spannend. Ich spiele nicht, ehrlich, ich habe keine Zeit. Hast du, wenn du damals, du bist ja vielleicht auch schon ein paar Tage älter und hast ja vielleicht auf dem 386er mit 40 MHz vielleicht doch irgendwas gespielt. Was habe ich da gespielt? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es wirklich nicht mehr, ehrlich. Nee, ich habe schon gespielt. Was habe ich damals gespielt? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich habe auch gespielt. Mein Lieblings, ich spiele ja gar nicht. Ich habe damals auch Pac-Man gespielt, aber das ist schon lange her. Würdest du dich auf Pac-Man festlegen? Nicht so vielleicht Super Mario oder sowas? Oder eine PlayStation 1 oder sowas gehabt? Leider nicht. Also nein, tatsächlich nicht. Ich habe keine PlayStation. Das müssen wir irgendwann mal ändern. Ich mache gerne mit meiner Tochter Virtual Reality. Ah, wir waren mal in Aachen beispielsweise. Und wir haben so eine Fantasy-Sache gemacht. Der beste Aha-Effekt, den ich danach hatte, war, als meine Tochter die Maske dann runter, also diese Brille runternahm und sagte, Papa, wir sind ja immer noch hier. Was mir dann sagte, es ist gut angekommen, dieses Spiel.